Die deutschen Waffen sind sehr präzise, alles Hightech hier, von der Zielerfassung bis zur Handhabung. Das ist es, was wir brauchen. Waffen können töten, aber töten tun ja nicht die Waffen, sondern die Menschen. Und ein Mensch kann auch ohne Waffen töten. Deutsche Waffen sind Exportschlager. Für sogenannte Kleinwaffen erteilte die Bundesregierung doppelt so viele Genehmigungen wie im Jahr zuvor. Dieser Ausschnitt ist 10 Jahre alt und trotzdem super aktuell. Denn nie wurden mehr deutsche Waffen ins Ausland exportiert als in den vergangenen beiden Jahren. Dabei hatte die Ampel eigentlich geplant, Rüstungsexporte stärker zu beschränken. Doch das war vor dem Krieg gegen die Ukraine. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Rüstungsexporte des vergangenen Jahres bekannt gegeben. Insgesamt genehmigte das Ministerium Exporte im Wert von 8,36 Milliarden Euro. Lieferungen an die Ukraine, 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr. All das wirkt gerade wie ein Konjunkturprogramm für die deutsche Rüstungsindustrie. Aber über wen reden wir hier eigentlich? Das klären wir in dieser Folge Kontext. Ich bin Lana Grosse und neu hier. Herzlich willkommen. Wir brauchen eine laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition. Gerade erst forderte Scholz eine Stärkung der deutschen Industrie, um die Ukraine effizienter unterstützen zu können. Doch schon jetzt zählt Deutschland zu den größten Waffenexporteuren weltweit. Platz Nummer 5 nach den USA, Russland, Frankreich und China. Deutsche Rüstungskonzerne haben Hochkonjunktur, so bitter das auch klingen mag. Trotzdem ist der Anteil der Rüstungsindustrie an der Gesamtwirtschaftsleistung relativ klein. Schauen wir dazu mal auf den größten Industriezweig in Deutschland, die Automobilbranche. Diese exportierte 2021 Waren im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro. Der Wert exportierter Rüstungsgüter lag im selben Jahr bei 9,35 Milliarden. Nach der angekündigten Panzerfertigung auf ukrainischem Boden stand Rheinmetall heute als neues Mitglied im deutschen Aktienindex im Rampenlicht. Mit 6,4 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr ist Rheinmetall der größte deutsche Waffenproduzent und bekannt für seine Panzer. Der Schützenpanzer Marder, präzise, modern und feuerstark. Ob Marder, Puma, Dachs, Biber oder Leguan, viele Großgeräte der Bundeswehr tragen Tiernamen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird in Deutschland eine umfangreiche neue Munitionsfertigung aufbauen. Mit dem Ziel, die Bundeswehr unabhängig versorgen zu können. Die Anlagen sollen im Juni die Produktion aufnehmen und auch Munition für die deutschen Gepard-Panzer in der Ukraine produzieren. Der Radpanzer Boxer, hergestellt von KMW und Rheinmetall. Auch die Panzer Gepard und Puma stellt Rheinmetall in Kooperation mit Krauss-Maffei-Wegmann her. Für den Panzer Leopard liefert Rheinmetall KMW außerdem Teile. Gefertigt werden Leopard-Panzer von einem der wichtigsten Rüstungskonzerne Deutschlands. Krauss-Maffei-Wegmann. In den Fertigungshallen dürfen wir die Produktion des Radpanzers Boxer drehen. Unter strengen Sicherheitsauflagen. Als führender deutscher Anbieter für gepanzerte Rad- und Kettenfahrzeuge macht auch die Firma KMW Milliardenumsätze mit Rüstungsgütern. Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ist eng. 2012 bat KMW dort um Hilfe bei der militärischen Erprobung neuer Panzer. Wie stark die Verflechtungen zwischen Politik, Bundeswehr und KMW sind, wird auch durch ein Dokument deutlich, das uns vorliegt. Der Leopard-Panzer wurde bereits in der Wüste Saudi-Arabiens getestet. Mit massiver Unterstützung der Bundeswehr. Eine zweifelhafte Kooperation. Denn das privatwirtschaftliche Unternehmen KMW nutzte so indirekt öffentliche Gelder zum Testen neuer Produkte. Und noch gravierender, die Lieferung deutscher Panzer nach Saudi-Arabien war damals politisch ziemlich umstritten. Den Beitrag dazu findet ihr in voller Länge in der ZDF-Mediathek. Weltweit liegt der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall übrigens auf Platz 31. Die größten drei kommen aus den USA. Auf Platz 1 ist Lockheed Martin, Produzent der F-35 Kampfjets, von denen Deutschland jetzt übrigens 35 für die Bundeswehr bestellt hat. Umsatz 60,3 Milliarden US-Dollar, rund 7-mal so viel wie der Wert aller deutschen Rüstungsexporte zusammen. Auf Platz 69 liegt die deutsche Firma Hensoldt. Die Besonderheit hier, seit 2020 gehört mehr als ein Viertel des Unternehmens dem deutschen Staat. Ganz besonders stolz sind wir über die strategische Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an unserem Unternehmen. Den Kauf der Hensoldt-Aktien begründete die Regierung mit sicherheitspolitischen Aspekten. Als das Unternehmen an die Börse ging, wollte der Bund durch den Erwerb von 25,1% der Aktien, also einer sogenannten Sperrminorität, Einfluss aus dem Ausland verhindern. Denn die von Hensoldt entwickelte Sensorik gehört zu den Schlüsseltechnologien der Bundeswehr.
Der letzte deutsche Rüstungskonzern, den wir uns jetzt anschauen, ist weltweit zwar nicht unter den Top 100, kann aber mit deutlichen Umsatzsteigerungen rechnen. Denn er ist ein wichtiger Ausstatter der Bundeswehr und ein bekannter Name. Heckler und Koch Waffen werden unter anderem von der deutschen Polizei und von NATO-Truppen genutzt. Das G36 Sturmgewehr ist die Standardwaffe der Bundeswehr. Das G36 kennen wir alle spätestens seit dem Skandal um angebliche Mängel bei der Treffsicherheit und tauchte immer wieder in Kriegs- und Krisengebieten auf. Im libyschen Bürgerkrieg 2011 präsentieren sowohl Gaddafis Sohn als auch Rebellen das G36-Gewehr. In diesem Fall aus dem Jahr 2011 versicherten Hersteller und Bundesrepublik, die Waffen nicht nach Libyen geliefert zu haben. Heckler und Koch erklärte damals, die Waffen würden aus einer Lieferung nach Ägypten stammen und da liegt ein Problem. Obwohl Bestimmungsländer versichern müssen, die Waffen nicht weiterzugeben, wird der Endverbleib nur unzureichend kontrolliert. Kleinwaffen sind im Prinzip das Gefährlichste, was sie haben können, wenn es um die Tödlichkeit geht. Also es sterben mehr Leute mit Kleinwaffen als durch irgendeine andere Waffe. Dazu kommt auch, dass die quasi aus Exportkontrollsicht unheimlich schwierig zu kontrollieren sind. Also das ist eines der Güter, das sie, ich sag mal, quasi im Koffer mit transportieren können. 2015 brachte die Bundesregierung dann ein Pilotprojekt an den Start und prüft seitdem den Verbleib von Kleinwaffen durch sogenannte Post-Shipment-Kontrollen. All das hilft aber nicht bei illegalen Waffenlieferungen. Die Polizisten nutzten auch das Sturmgewehr G36 des deutschen Waffenherstellers Heckler & Koch. Diese Waffen hätten nie in Guerrero sein dürfen. Heckler und Koch erschlich sich die Endverbleibserklärung und exportierte Waffen in explizit nicht belieferungsfähige mexikanische Bundesstaaten. Jahre später wurde der Waffenhersteller dafür unter anderem zu 3 Millionen Euro Strafe verurteilt. Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch deutsche Waffen. Das hat das Kinderhilfswerk Terre des Hommes 2018 errechnet. Und es sind Millionen, und ich sage ganz bewusst Millionen von Menschen, die verstümmelt sind, verkrüppelt sind, traumatisiert sind durch den Einsatz dieser Waffen. Und es sind nicht nur deutsche Kleinwaffen, durch die Menschen in Kriegs- und Krisengebieten getötet werden. Besonders begehrt? Deutsche Produkte. Panzer, Sturmgewehre, sie sind weltweit im Einsatz. Legal, aber auch illegal. So kam es, dass die Giftgasaufrüstung des Irak erst der Anfang war. Seit Mitte der 80er Jahre lieferten deutsche Firmen Basistechnologie für Massenvernichtungswaffen in den Irak und schließlich auch die dazu nötigen Trägersysteme, Granaten, Kanonen und Raketen. Die Maschinen- und Rüstungsbaufirma Fritz Werner im hessischen Geisenheim habe Ausfuhrgenehmigungen für Munitionsfabriken im Wert von über 120 Millionen Mark erhalten. Ausfuhren in den Iran und dies während des laufenden Iran-Irak-Krieges. So der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe. Kopten und Muslime geraten aneinander. Die Armee setzt Panzerwagen ein, gebaut seit den 80ern unter deutscher Lizenz. Auch Nachschub kommt aus Deutschland. Haben Sie schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Nein. Mangelnde Endverbleibskontrolle, Ausnahmeregelungen, unzureichende Transparenz oder schlichtweg Betrug. All diese Beispiele zeigen, dass deutsche Waffen immer wieder in Krisengebieten eingesetzt werden und an Kriegen beteiligt sind. Und das, obwohl die Branche besonderen Regularien unterliegt. Klar ist, Rüstungsgüter können aus Deutschland nicht einfach so exportiert werden. Im Grundgesetz steht, zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Über Rüstungsexporte entscheidet ein Kabinettsausschuss, und zwar im Einzelfall. Im Bundessicherheitsrat ist 90% der Arbeit ist über Rüstungsexporte zu diskutieren. Die Angelegenheiten des Bundessicherheitsrats, die unterliegen der Geheimhaltung. KritikerInnen sagen, das sei intransparent. Und der Bundessicherheitsrat sei nicht ausreichend demokratisch legitimiert. Denn entschieden wird durch die Bundesregierung, nicht durch den Bundestag. Grundsätzlich wird bei Rüstungsexporten zwischen EU- und NATO-Ländern, NATO-gleichgestellten Ländern und sogenannten Drittländern unterschieden. Bei letzteren nimmt sich die Regierung zurückhaltende Genehmigung und strenge Kontrollen vor. Haben Sie denn eigene ethische Richtlinien? Ja. Nämlich? Wir halten uns an die Spielregeln in Deutschland und das sind Entscheidungen unserer Regierung. Das ist das Kriegswaffenkontrollgesetz, das ist das Außenwirtschaftsgesetz. Was Rüstungsexporte anbelangt, so hat Deutschland ganz klare Richtlinien und Grundsätze. Dabei beruft sich die Regierung auf sogenannte politische Grundsätze, die die Wahrung der Menschenrechte im Bestimmungsland besonders berücksichtigen sollen. Das Problem? Gesetzlich verankert sind diese Grundsätze bisher nicht. Der Krieg im Jemen. Er verursacht eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt.
Auch Waffensysteme mit Komponenten aus Deutschland sind im Einsatz. Geliefert an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Es ist das letzte Bild, das Jamal Khashoggi vor seinem Verschwinden zeigt. Eine Überwachungskamera filmt den saudischen Journalisten am Mittag des 2. Oktober, wie er das saudische Konsulat in Istanbul betritt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Journalist Jamal Khashoggi wurde ermordet und das saudische Königshaus soll daran beteiligt gewesen sein. Dies war 2018 der Auslöser für einen weitestgehenden Stopp deutscher Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Kritik an den Exporten und beteiligten Konzernen gab es aber schon vorher. Stellen nur diese Waffen her und verkaufen sie hemmungslos, auch nach Saudi-Arabien, auch eine ganze Fabrik. Sie machen nichts Illegales. Jetzt kann man sagen, die politische Antwortung trägt natürlich die Bundesregierung, die hat es genehmigt. Im Koalitionsvertrag von 2018 hieß es, wir schränken die Rüstungsexporte für Drittländer weiter ein, die weder NATO- noch EU-Mitgliedsländer sind. Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Vielen KritikerInnen reichte das nicht. Wir haben auf dem Papier in der Tat eine sehr restriktive Rüstungsexportkontrolle. Auf der anderen Seite haben wir eben eine Rüstungsexportpraxis, die immer wieder Ausnahmen zulässt, also die auch Rüstungsexporte in problematische Drittstaaten zulässt. Und deswegen brauchen wir eine gesetzlich verbindliche Regelung, die man dann auch gegenüber der Bundesregierung einfordern kann. Die Nachfolgeregierung aus SPD, Grünen und FDP einigte sich dann 2021 in ihrem Koalitionsvertrag darauf, sich für ein Rüstungsexportkontrollgesetz einzusetzen. Vertreter der Rüstungsindustrie finden das unverständlich. Waffen können töten, aber töten tun ja nicht die Waffen, sondern die Menschen. Und ein Mensch kann auch ohne Waffen töten. Wir sind keine Waffenschmiede. Sondern? Wir stellen wehrtechnische Produkte her, die Soldaten im Einsatz brauchen, die sicherstellen, dass sie ihre Mission erfüllen können. Von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine profitiert die deutsche Rüstungsindustrie. Ja, weil sich die Weltlage verändert hat. Was niemand wusste, werden die jetzt gebraucht und schreiben Gewinne. Aber über viele Jahre standen die am Rand. Keiner wollte die Aktien kaufen. Viel gravierender als steigende Aktienkurse könnte aber die Veränderung in der moralischen Bewertung der Waffenproduzierenden sein. In den 80er Jahren wehten die Fahnen mit der Friedenstaube und es hieß Frieden schaffen ohne Waffen. Seit Kriegsbeginn gegen die Ukraine fühlen sich nun die Rüstungskonzerne gesellschaftlich deutlich akzeptierter. Heute findet eine Mehrheit der Befragten Waffenlieferungen an die Ukraine angemessen oder will diese sogar ausweiten. Wie so ein Paukenschlag. Also was vorher schon so ein bisschen ein Schmuddel-Image hatte, ist wieder in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, finde ich, nach vorne gerückt. Ob diese veränderte gesellschaftliche Wahrnehmung am Ende wirklich zu einer anderen Bewertung von Waffenherstellung und Waffenexporten führen wird, warten wir es ab. Verbände wie Brot für die Welt kritisieren das Eckpunktepapier für das geplante Kontrollgesetz, das nach dem Angriff auf die Ukraine verfasst wurde, schon jetzt als halbherzig und zahnlos. Hat sich euer Blick auf die Rüstungsindustrie durch die aktuelle Situation verändert? Schreibt es mir in die Kommentare. Zu einer weiteren Folge von Kontext geht es hier. Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann klickt doch auf dieses Video.